Hallo liebe Brautpaare, hallo liebe zukünftige Brautpaare. Ich möchte dieses Video nutzen, um mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich bei euch bedanken für die tolle Zusammenarbeit in dieser Hochzeitssaison. Es waren echt traumhaft schöne Hochzeiten. Und ja, gleichzeitig möchte ich dieses Video auch nutzen, um einfach auf ein paar Dinge aufmerksam zu machen, die mir jetzt eigentlich in den letzten Monaten so ein bisschen mehr zum Nachdenken gegeben haben. Und zwar ist es einfach die Tatsache, dass ich glaube, viele Paare machen sich nicht so richtig darüber Gedanken, wie ihre freie Trauung oder was für sie generell eine freie Trauung eigentlich sein soll. Ne? Man hat so ein bisschen das Gefühl, man macht jetzt diesen Trend gerade mit und springt da auf und durchlebt da eigentlich was man eventuell gar nicht selber so will, weil man ganz andere Vorstellungen hat. Und das führt am Ende auch dazu, dass es dann vielleicht nicht so ist, wie sie sich das vorstellen und ganz groß, unglücklich am Ende mit dem Tag der Trauung sind, wo ganz viele Faktoren sicherlich mit reinspielen. Das ist so ein Punkt, bin ich der Meinung, sollte man einfach auch mal offen drüber reden. Freie Trauung ist was Wunderschönes und das ist auch was im Moment wirklich aufploppt, dieser Trend, muss ich wirklich sagen, weil es ist auch wunderschön für mich als Paartherapeutin, dass ich sage, die Paare haben jetzt endlich mal eine Chance, so zu sein, wie sie es wollen und nicht, was andere von ihnen erwarten. Und das ist wunderschön. Und eine freie Trauung heißt auch wirklich, frei zu sein, frei von allem Zwängen und Druck, was manchmal vielleicht Paare haben, wo man sagt, boah, ich muss das jetzt feiern, ich muss dieses Kleid tragen, ich muss jetzt da essen gehen, weil meine Eltern erwarten das. Das war bei uns immer schon so, so hat eine Hochzeit auszusehen und nicht anders. Und jetzt ist es wirklich so, dass man sagen kann, hey, nee, ihr habt euch an dem See kennengelernt, ihr mochtet schon immer diesen Platz, diesen Picknickplatz im Wald. Hey, warum machen wir nicht einfach diesen Ort zu unserem besonderen Ort und feiern dort eine Trauung? Ne? Das ist so ein Punkt, wo ich denke, ja, so sollte eine freie Trauung sein. So frei sollte es wirklich ablaufen. Eine freie Trauung passt definitiv nicht in den Ablauf einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen, standardisierten Hochzeit rein. Da treffen einfach zwei unterschiedliche Charaktere aufeinander, das funktioniert nicht. Jeder hat die Hochzeit, wie wir sie kennen, ins Standesamt gehen, danach ist irgendwo schon was vorbereitet. Das kann man kombinieren, aber es passt einfach nicht miteinander. Ich kann nicht erwarten, dass ich auf einer freien Hochzeit im Abendkleid komme und in so ein Absetzen und da steht vorne die Standesbeamtin im Hosenanzug und funktioniert nicht. Und andersrum funktioniert es dann auch nicht, wenn man dann die standardisierte Trauung erwartet und jemand steht dann in Birkenstocks und Jeansjacke, wie es auch so mein Stil ist. Das funktioniert dann einfach irgendwie auch nicht. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass da ganz viele Paare am Ende sagen, habe ich mir jetzt eigentlich doch ganz anders vorgestellt. Das ist mir ganz wichtig, dass das den Paaren auch wirklich bewusst wird, ob es das ist, was sie am Ende wirklich wollen. Ne? Weil wir haben ja nichts gewonnen, wenn es am Ende eine lange Liste gibt, wo es heißt, das habe ich mir anders vorgestellt und schon gar nicht. Wenn man vielleicht noch nie eine freie Trauung erlebt hat und dann anfängt zu gucken, was einem eigentlich nicht gefallen hat. Ne? Dann sollte man doch schon so offen sein und sich auf diesen Ablauf, den ein Trauredner eigentlich hat oder wie er seine Trauung gestaltet, mit den Wünschen des Brautpaares, dann sollte man doch wirklich so fair sein und sich darauf einlassen, weil jeder ist anders. Ne? Jeder plant seine Trauung anders, andere Rituale, andere Ablauf der Rede, auch die Art, wie er die Rede macht. Und da kommen wir gleich auf den nächsten Punkt. Wenn ihr euch für mich entscheidet als Traurednerin, dann will ich einfach auch, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Einfach auch, um Missverständnissen vorzubeugen. Ich bin ein Mensch, der das wirklich lebt. Ne, also ich habe ganz, ganz viele Erfahrungen jetzt auch schon sammeln dürfen, auch mit Paaren. Und mir ist eigentlich immer wichtiger zu leben, dass man glücklich ist und nicht, dass man anderen Leuten gefällt. Und
Meine Trauungen sind mit ganz viel Liebe und ganz viel Herz und ganz viel Hirnschmalz dabei, um wirklich irgendwie allen, also dass alle Wünsche irgendwie berücksichtigt werden, aber mit Bedacht. Und ich bin auch kein Mensch, der da vorne steht und die Rede runterrattert. Mir fallen in dem Moment, wenn ich rede, ganz viel andere Sachen noch ein oder auch lustige Fragen. Ich binde gern meine Brautpaare ein, ich binde gern das Publikum oder die Gäste mit ein. Das gehört für mich einfach dazu. Und ja, auch gerne ein Lacher ist erwünscht. Ich habe es auch gerne, wenn vielleicht sich einer der Gäste in dem Moment, wenn ihm da was einfällt, er möchte was sagen, soll er aufstehen, soll er kommen. Ne? Also für mich ist alles wirklich tatsächlich locker. Ich bin auch nicht der Mensch, der da im Abendkleid zur Trauung kommt. Nein, ich bin zum Beispiel der Mensch, der in einem lockeren, lustigen, bunten Kleid kommt, der auch die Birkenstocks anhat. Oder ich meine, ganz verrückt wäre es dann noch, wenn wir irgendwo am Strand wären und dann wären wir halt alle barfuß. Ne? Jeansjacke an, paar fesche Ohrringe, alles rein. Das bin ich. Und anders werde ich auch nicht sein. Und ich werde immer alles ja, so machen, wie es gerade passt, wie es gerade kommt. Ich habe die Zunge am rechten Fleck und werde mich dahingehend auch nicht ändern. Und ich möchte einfach, dass ihr bedenkt, wenn ihr zukünftig eine Traurednerin, beziehungsweise wenn ihr wollt, dass ich eure Traurednerin bin, dann bitte, bitte bedenkt, ob ihr mit dieser Art leben könnt oder ob ihr sagt, nein, uns wäre es vielleicht lieber, wir bräuchten jemanden, der die Rede standardisiert hält und ja, dann auch kein Herz, kein Witz, nichts dabei ist, weil es vielleicht zu viel Emotionen sind, was ich denke, was absolut in eine freie Trauung auch gehört. Emotionen, also wo sonst, wenn nicht da, ja, dann passen wir einfach nicht zusammen und dann ist das auch für mich völlig okay. Ich muss nicht um jeden Preis jedes Brautpaar verheiraten. Das ist für mich nicht richtig. Also ich möchte ganz viel Herz haben und ich möchte auch sprechen, wie ich spreche und mich nicht in irgendwas reindrücken lassen, was ich nicht bin. Dann könnte ich diesen Job nicht machen. Ja, und ich hoffe und wünsche mir einfach, dass solche Dinge bei der Wahl der Trauredner und auch bei der Wahl einer freien Trauung mit berücksichtigt werden, damit wir nach wie vor wunderschöne Trauungen und glückliche Paare haben, die auch gerne mal eine Träne fließen lassen, weil alles andere ergibt, glaube ich, nicht wirklich einen Sinn. Dann können wir so weitermachen, wie es bisher war. Und das ist auch völlig okay. Jeder hat seine Daseinsberechtigung, aber in dem Fall passt es einfach nicht zu einer freien Trauung. Ja, also an dieser Stelle ein ganz, ganz, ganz dickes, liebes Dankeschön. Ich durfte auch ganz viele Menschen schon kennenlernen, auch ganz liebe Fotografen. Und ja, ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass es so weitergeht, dass noch ganz viele neue, verrückte Ideen dazukommen, wie wir eine Trauung abhalten können. Und ja, ich hoffe und wünsche alles, alles Gute. Und ich denke, den einen oder anderen werde ich dann nochmal sehen. Dankeschön.